Und damit herzlich willkommen hier wieder zurück zu Crysis. Neue Aufgaben wurden uns erteilt. Und wir müssen irgendwas aktivieren, damit der Reaktor weiter durchhält. Ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten irgendwie das Schiff verteidigen. Als einziger, der hier den Supermech-Anzug anhat. Aber okay, es gibt wichtigere Aufgaben als dies. Sie müssen jetzt am Schutzschalter sein. Neben dem Schalter blinkt die rote Strahlungswarnung. Echt? Ich habe draufgehauen. Es ist nichts passiert. Ich habe mein Bestes gegeben. Mein ganzes Ingenieurswissen ist gerade in diese eine Aktion eingeflossen. Okay, hier oben jetzt. Deaktivieren Sie den Spannungsunterbrecher. Haben wir gemacht. Sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gehen Sie jetzt zum Reaktorraum und aktivieren Sie die Scrim-Sequenz. Okay, die Scrim-Sequenz. Irgendwas zieht mir gerade extrem Energie ab. Ich glaube, es war das Ding, was ich da... Okay, da müssen wir raus. Hui, ich schaff's wieder nicht. Was, warum ist die Musik hier so gruselig? Irgendwas ist hier im Gange. Irgendwas wird mich gleich erschrecken. Irgendwas ist mit der bösen Scrim-Sequenz. So. Eigentlich geiles Level-Design, ja? Erinnert mich ein bisschen an Half-Life. Okay, ich bin im Reaktor. Ich vermute mal, ich muss den roten Knopf drücken. Was jetzt? Mehr kann ich nicht. War ja klar. Was anderes kann ich ja nicht. Scrim-Sequenz aktiviert. Gute Arbeit, Nomad. Die Steuerstäbe müssen jetzt runterfahren. Ja, schalten Sie den Reaktor ab. Erfüllt. Naja, zwei irgendwie nicht, ne? Verdammt, die Steuerstäbe sind verklemmt. Das machen wir. Oder auch nicht. Da gehe ich nicht rein. Diese Bastarde. Wir wimmelt es von Feinden. Ich glaube, sie entziehen dem Reaktor Energie. Moment. Mit Energie des Kerns müssten wir sie überladen können. Bleiben Sie in Reichweite. Ich sende das Signal über Ihren Anzug. Schon wieder ein Schuh kaputt gemacht. Ich will nicht, dass die reinkommen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wartet mal. Hey. Es geht um die Internet. Sie müssen die Steuerstäbe einchecken. Alles klar. Die Hebeln sind extrem hoch. Hält Ihr Anzug das aus? Ja, Sir. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Oh, raus aus der Nummer. Es ist zwar auch komisch, dass die Strahlung hier drinnen dann aufhört, aber okay. Senken Sie den Schirm, haben wir gemacht. Alter, guckt euch das an, wie die hier durchgeprasselt sind. Gute Arbeit mit den Steuerstäben. Oh, hier ist irgendwie noch Radioaktivität. Kommen Sie rauf, tun Sie dies, tun Sie das. Ich möchte diese fette Wumme haben. Ich möchte diese Megakanone haben. Tut mir das nicht weh, wenn ich da reinhüppe? Das war ja irgendwie klar. Das war klar. Elektrizität und Wasser verträgt sich nicht. Noch schöne Physikspielereien hier drin. Runter oder hoch? Hoch, ne? Nomad, ich hoffe, die Jungs auf dem Flugdeck haben Probleme. Helfen Sie lieber. Ja, ja. Helfen Sie ihm, helfen Sie denen. What? Warum seid ihr jetzt alle tot? Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Ich hab mich selbst gekillt. Ich bin einfach im Rückwärtslaufen. Er ist so langsam. Maximale Panzerung. Scheiße, ey. Ich hätte schon gedacht, er ist wirklich so langsam. Ah, man kann auch rückwärts sprinten. Okay, wieder was dazugelernt.
Nee, hier sind wir falsch. Nomad, ich glaube, die Jungs auf dem Flugdeck haben Probleme. So, was ist mit euch hier passiert? Ah, das. Jetzt müssen wir es auch. Die Drucktür ist offen, Lieutenant. Geh hoch. Voll auf den Deckel. So, komm, da ist doch noch einer. Voll auf den Sack. Explodieren die hier nicht noch? Irgendwie. Kontrollpunkt erreicht. Hier bin ich noch richtig. Hier komme ich noch niemals hoch. Hä? Okay. Wir fahren damit hoch. Hab's geschnallt. Geh weg. Ich bin fast tot. So, das Gaussche Gewehr haben wir auch noch dabei. So ein Riesenbiest. Riesenbaby, wollte ich schon sagen. Ha! Oh oh. Stopp jetzt! Oh oh. Alter, das stellt sich auf wie so ein Raptor. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Hangar 2. Jetzt gibt es noch ein paar Granaten, oder? Okay. Vielleicht sollte ich nicht so viele Granaten hier unter Deck rumwerfen. Könnte auch mal nach hinten losgehen, ich gebe es zu. Auf jeden Fall, was schießt ihr? Ihr müsst mal durchgeben, ihr Positionsdurchgaber. Habt ihr gar nichts gelernt. Egal, was sie machen, sie sind aber verdammt gut in dem, was sie tun. Jetzt nimm deinen scheiß dicken Schädel weg. Ah, da war noch einer, oder? Jawoll. Alles Roger. Immer noch nicht. Ich glaube, das sind unendlich. Kann das sein? Nee. Doch. Maximale Panzerung. Lass mich. Oh. Leute, helft mir doch mal. Ausgenockt. So, ich vermute mal, wir müssen hinten lang, oder? Ist mir egal. Ich muss weiter. Tut mir leid, Jungs. War schön mit euch zu spielen, aber es gibt halt immer ein Ende. Irgendwann, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Was ist das? Was zur Hölle war das? Kommt es auf uns zu? Es hat einfach komplett das Schiff zersäbelt. Nein. Von Bord, ja. Im Wasser ist es so viel sicherer. Maul halten, Drecksbiest. Nomad, Sie überrennen das Flugdeck. Komm endlich rauf. Verstecken Sie sich. Ich gehe rauf, aber erst muss ich mir noch was sagen. Ja. Ich hole mir jetzt diese Tech-Kanone aus dem Rohr. Weg da, ich hab ein neues Ziel. Das ist verdammt geil. Ich glaube, wir haben es schon gesehen, was da kommt. Was war das? So. Eine Cola genommen, alles gut. Eine Coca-Cola? Nein, eine Pepsi. Ach. Was sind wir denn hier? Pistole nehmen, ich will keine Pistole. Niemand darf diesen Plan lesen. Wo ist denn diese Wumme? Ich bin völlig verkehrt. Völlig verkehrt.
Leute, ich bin falsch. So, von der Seite weggebamst. Wir nutzen mal die Gunst der Stunde, kommt von hinten. Meine Güte. So, da ist er. So, schönes gaussische Gewehr. Leider musst du uns verlassen. Die Tech-Kanone, jetzt geht's rund. Jetzt. Alter, du sollst... Wir müssen das Schiff verlassen, schnell! Ach so, das ist bei den Bazookas mit, okay. Ich bringe uns hier mit einem Senkrechtstarter raus. Wir warten auf dich. Das war knapp. Reden Sie mit mir? Alter, geil. Richtig schön fetten Muni nochmal mitnehmen. So. Was haben wir für eine Aufgabe jetzt? Kersik, boah. Hallo. Missionsbriefing ist wichtig. Bitte stören Sie mich nicht. Maul halten. Sterben. Alter, die mit ihrem perversen Senkrechtstarter. Ich weiß gar nicht, was die hier wollen. Eben hat er doch gesagt, runter vom Schiff, oder? Habe ich mich da geirrt? Wir sind... Fuck you! Oh man. Fuck. Ich habe alles gegeben. Sie müssen diese Menschen retten. Gehen Sie raus an Deck. Los! Nomad, lebst du noch? Mehr oder weniger. Der Admiral hat es nicht geschafft. Wo seid ihr? Wir trennen euren Senkrechtstarter. Der trägt überrannt. Die Besatzung ist tot. Er war aber auch selten dämlich, oder? Wir holen den ab. Gaussische Gewehr. Scheint jetzt irgendwie wichtig zu sein. Kontrollpunkt erreicht. Er war aber auch selten dämlich, der Captain. Wir sind an Deck. Irgendwas Schlimmes wird passieren. Ja. Letzte Gefecht. Hey, was mache ich denn hier? Oh, ich häng fest. Oh. Okay, leg's um. Sollte ein bisschen schwer werden, das Vieh umzulegen. Es passiert nicht viel. Du bist so dusselig, du Dummer. Es war doch klar. Alter! Voll weggefetzt! Kontrollpunkt erreicht, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Wo bleibt ich denn heute? Oh. Alter! Oh oh! Oh! Links und rechts und drücken befreien! Das hat mich eingedümpelt. Energie, 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 Energie. Ich nehme jetzt mal die dicke Wumme. Tschüss, du Spast. Kein Ziel anvisiert. Okay. Ich glaube, ich brauche ein paar Zucker-Schüsschen, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ah, da drüben, irgendein grünes Ziel. Oh oh. Ich glaube, es hat mich. Und es wirft mich. Liegt da irgendwas? Ich bin getötet worden. Ich weiß, warum das Offensichtliche sagen, aber. Oh, ich muss nachladen. Ah, es schwabbelt hier rum. Lass das. Bleiben Sie in seiner Nähe. Jetzt gibt's auch einen Sack, Kollege.
runter. Polier dir die Eier, du Stück Scheiße. Okay, es hat mich. Maximale Panzerung. Jetzt gibt's saures, Baby. Jetzt lass mich wieder los. Energiekritisch. Aua. Alter. Das kannst du mal vergessen hier. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Verteidigen Sie durch, zerstören Sie außer schon extra. Zerstören was? Bleiben Sie in seinem Wie? Oh oh. Ich brauche doch diese fette Wumme. Wozu habe ich die denn sonst? Ich kann sie gar nicht benutzen. Trifft's mich auf jeden Fall nicht. Kein Visier. Ich kann das so nicht benutzen. Ich weiß nicht wieso. Yo. Maximale Panzerung. Die Waffe ist kacke. Da hat Gauss Mist gebaut. Viel zu viel Schuss dafür. Oh shit. Shit. Auf der anderen Seite gab es wenigstens noch ein bisschen Muni. Oh nein. Ich bin so langsam. Komm, 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 lade dich auf. Maximale Panzerung. Maximaler Sprintmodus. So. Okay, das bringt gar nichts. Warum hab ich so den Muni? Ich hab verdammt wenig Muni. Lebt hier noch ein anderer? Was macht denn der da? Hilf mir doch mal. Mach doch mal was. Kleiner Runzelwurm. Wo? Das gibt's nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aua. Es holzt mich einfach um, ne? Es holzt mich von hier rum. Wie denn? Bleiben Sie in seiner Nähe. Es scheint zu funktionieren. Okay. Das darf's machen. Nimm jetzt alle Muni. Nimm es. Ich weiß nicht, was das heißt, bleiben Sie in seiner Nähe. Wie nah denn noch? Lag hier nicht noch so viel Muni rum? Maximale Panzerung. Oh, jawoll. Schleudertrauma. Da ist Muni. Och, es hat mich wieder. Jetzt gib mir nicht die Muni dahin. Nimm's! Ich glaube, hier ist noch ein kleiner unterwegs. Ja! Das haben wir immer nicht getroffen. Das bringt nichts. Oh oh. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Er hat nicht getroffen. Depp.
Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich weiß es nicht. Warum man wieder nur 5 Schuss nachlädt. Wenn ich wüsste, was ich tun soll. Er hat ihn rangesaugt. Er winkt mit ihm. Nicht gut. Ich brauche Money. Maximale Panzerung. Irgendein Kleiner schießt doch hier, oder? Irgendein. Der wirft einfach die Leichen rum. Leichenfledderei. Okay. Ein ganzes Magazin ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich sollte sparsamer damit umgehen. Daneben. Jetzt gibt's Saures. Jetzt wirst du abgemurkst. Fuck you. Wir haben es. Ich komme jetzt runter. Aber erstmal brauchen wir ordentlich Muni. Lasst mich hier! Bringt euch Sicherheit! Los! Ja, schreibt mir dann da ins Ohr. Ach, das bin ich selbst. Schreib mir selbst ins Ohr. Passiert mir immer wieder. Es ist doch tot. Nicht ohne meine Hilfe. Seid ihr verrückt? Dreht ab! Besiege der Aliens. What? Das glaube ich auch. So, jetzt ist aber hier irgendwann. Das bringt nichts. Keine Ahnung, was ich wieder machen muss. Wie? Ist die Frage. Nicht das. Oh doch, so klappt's. Sehr geil. Hast du noch ein Geschütz? So, noch eins. Ich glaube, wir haben's. Oh, es hat irgendwas Dickes noch. Leute, wir sind ein bisschen in der Bredouille. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Nomad, zerstören Sie die Geschütze, damit wir näher rankommen. Wieder? Jetzt nimm doch mal das Ding hier. Er ist zu blöd, er nimmt es nicht. Ich hab's alle. Ich hab's alle gespielt. Okay. So, ah, jetzt ist alles da. Nein, weiß es natürlich nicht. Ich auch. Was passiert hier? Oh shit! Ich hätte vielleicht auf das Egenvieh gucken sollen. Ich glaube, es funktioniert. Scheiße, die sind überhaupt. Stürzt jetzt ab! Oh, das ist, weil mir jeder ins Ohr schwafelt und ich habe keine Ahnung mehr, wo die Gegner dann kommen. Warum sterbe ich hier gerade? Was ist das? Ich habe ununterbrochen Energie verloren. Ich habe keine Ahnung wieso. Ach, vielleicht hat er geschossen. Das kann natürlich sein.
Sack und noch viel weiter. Oh oh. Oh oh, duck dich doch jetzt. Ich drücke Kreis. Du sollst dich hinlegen. Er legt sich nicht hin mit der Waffe. Benutzt die Tech-Kanone. Ach, die Tech. Ich dachte schon, du fragst nie. Ich kann sie nicht benutzen. Ich würde sie gerne nehmen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wie? Ich kann sie nicht benutzen. Ah. Let's do it! Maximale Panzerung. Ein Problem weniger. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wieder nicht nachgeladen. Das alte Problem. Meine Güte, ich werde eingefroren. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Puh. Oh oh. Jo. Wird erledigt. Okay, komm und Feuer. Yes. Was ist los? Okay. Mir geht langsam aber sicher die Muni aus. Es kommt nah. What? Was tut es? Maximale Panzerung. Ich muss irgendwie eine Deckung finden. Maximale Panzerung. Oh shit, das sind kleine Bastardos. Oh. Ah, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was auf mich zukommt, Leute. Ich weiß es echt nicht mehr. Und das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Ich brauche irgendwie eine gute Deckung. Okay, den... Och, er muss immer nachladen. Immer wenn ich die Waffe wechsle, muss er erstmal nachladen. Ist es kaputt? So, wo sind sie, die Kleinen? Okay, komm her. Okay, das war nix, ich geb's zu. Maximaler Arschtritt. Irgendwas, was da hinten noch dran passt. Es ist immer schön, dass ihr gerade redet, wenn alle schießen. Wie? Ich habe keine Ahnung wie. Meine Güte, jetzt trifft doch halt! Du sollst die andere Waffe nehmen. Jawohl, offen. Energie kritisch. Wie kritisch? Es war kurz offen. Maul halt. Das muss doch hiermit irgendwie funktionieren, oder? Okay, Kontrollpunkt erreicht, es ist offen. Die Luke ist offen. Jawohl. Bastard in die Luft. See you in hell, motherfucker. Oh oh.
lass mich jetzt sehen, wie dein Boss abstürzt. Och komm, ach komm, nee, einfach nein. Ich möchte auch mal gucken, was ich da mache. Immer werde ich beschissen hier. Jetzt fick dich, du kleiner Dummer. Hier ist einfach zu viel los. Ich will nochmal. Jawoll, rein da. Rein in die Mutti. Ah, ich glaube, es geht los. Ach so, ich muss irgendwas machen. Ja, ja. Alter. Alter Latz. Und Geronimo. Nochmal so ein Gnadenstoß, nochmal so ein fetter Schuss. Alter. Da begattet es einfach unser Schiff und reißt es in den Abgrund. Meine Güte! Das ist aber ein ordentlicher Sog. Ich glaube, da unten wird jetzt auch so ziemlich jeder Fisch einmal geröstet. Das wird richtig gut dran. Guckt euch das an. Ein riesiger Strudel, das alles nach unten zieht. Also wenn es jetzt immer noch nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, jetzt ist es endgültig hinüber. Aber da hinten ist die Schlacht irgendwie immer noch, ne, oder? Da fliegen doch noch die Aliens. Aus Japan ist eine Flotte hier unterwegs. Sie müsste in einer Stunde hier sein. Geh auf Kurs. Nein, wir wissen, wie man sie knacken kann. Wir müssen weiterkämpfen. Von wem? Du wirst es nicht glauben, Kurte. Von Prophet. Er lebt? Und er scheint putzmunter zu sein. Orte seine Prüfung. Wir kehren um. So, Klappe zu, Affe. Nicht tot, Alien tot, alles gut. Natürlich ist noch nicht alles gut. Natürlich ist noch nicht alles gut. Das war Crisis. Ja, und eigentlich haben wir hier nur ein so ein Mutterschiff besiegt. Diese große Kuppel ist ja eigentlich immer noch da. Delta 8-3. Sie haben die Trophäe verdient. Die haben wir wirklich verdient. Wir haben es auf Delta durchgespielt. Es war echt knackig. Es hatte schon sehr knackige Szenen. Aber es ist immer fair. Krisen erprobt. Ja, das sind wir. Geil. Okay, Leute. Das war Crisis mit einem Knall. Beenden wir dieses Let's Play. Und starten damit natürlich die Crisis-Trilogie. Ich habe die anderen beiden Spiele auch für die PS3, habe ich schon öfter gesagt. Der zweite Teil habe ich angespielt damals, fand ihn nicht ganz so gut, allerdings wird sich das ändern. Es wird sich definitiv ändern, denn im Let's Play fokussiert man sich dann doch mehr drauf, finde ich zumindest. Von daher bin ich gespannt. Dritten Teil kenne ich nicht, der Teil war wieder richtig geil, aber diese komische Eiskuppel auf der Insel steht ja noch. Das Alien-Raumschiff ist immer noch da. Das heißt, wir haben die Bedrohung immer nur minimiert, aber noch nicht besiegt. Tja, wir wissen jetzt, wie wir die Aliens knacken können. Wir brauchen viel Feuerpower, wir müssen sie einfach abschießen. Also, vielleicht kommen da auch andere Genies drauf auf der Welt. Ich bin der Meinung, das ist irgendwie jetzt nicht so schwer, das rauszukriegen.
Und es war verdammt geil. Es war richtig geil. Ich muss sagen, ich finde es auch krass, dass gerade so in den letzten 20% des Spiels sich nochmal alles wandelt. Ich meine, es ist am Anfang eher so ein Kriegsshooter. Halt mit den Mechaniken von Crysis. Und dann kommen in den letzten 20% des Spiels halt diese Aliens nochmal richtig drastisch dazu. Die Grafik ändert sich aufgrund dessen, dass eben alles eingefroren ist. Also es ist einfach geil gemacht. Es ist wirklich ein legendäres Werk, was dir Crytek entwickelt hat. 2007 muss man sagen, dieses Spiel entwickelt. 11 Jahre jetzt alt. Also es ist jetzt 2018, wo ich es spiele. Und sieht man dem Spiel nicht an, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selbst heutige Spiele, deswegen bin ich ja auch immer noch an der PS3 hier dran, weil ich es einfach geil finde. Selbst die Grafik finde ich einfach noch klasse. Heutige Spiele, die rauskommen, die können mich nicht mehr so flashen wie diese. Ist halt einfach so. So. So ist es. So. Im Hintergrund läuft der Abspann. Natürlich nicht im Hintergrund, bei euch im Vordergrund. Und ich bin im Hintergrund oder unten rechts in der Ecke. Ich drücke mal auf zurück, ob noch irgendwas freigeschaltet wird. Auch wenn ich natürlich gerne hier jeden Namen irgendwie vorlesen würde. Chris Brown, Dan Evans, Pierre Evans, Junzu und alle. Wichtige Menschen für dieses Team. Aber ihr seht's. Hier im Menü ist, glaube ich, nichts anderes mehr. Spiel fortsetzen. Neues Spiel, Mission wählen. Ja, wir haben alles gemacht. Hier, ihr seht's, jetzt auf Delta, oben links auf dem Bild, sieht man immer auf Delta abgeschlossen. Eigentlich alles abgeschlossen, was geht. Neues Spiel. Ja, Delta 100%. Schwierigkeit, das haben wir nur 75. Also ihr seht's, ich hab's irgendwie doch nicht durchgespielt hier, ne? Auf Dings, Bums. Ich verstehe, aber ich habe irgendwie Schwierigkeit hier 25. Ich hab's nie auf einfach gespielt, war ich der Meinung. Wie dem auch sei. Kein Fadenkreuz, hier steht's. Ich habe mich noch gewundert, warum kriege ich kein Fadenkreuz. Das ist ein Schwierigkeitsgrad von Delta. Keine Granatenwarnung, normales Fernglas. Gegner sprechen Koreanisch. Aha. Gegner sprechen Deutsch, normales Fernglas. Das hätte man sich alles mal durchlesen können und dann wären so einige Fragen schon beantwortet gewesen. Wie dem auch sei, wir beenden das Let's Play. Mir hat's tierisch Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ihr seid wieder dabei bei Crysis 2, was bei mir dann als nächstes vielleicht nicht. Wir müssen auch noch die Uncharted 3 weitermachen. Von daher mal gucken, was ich da so mache. Haut rein, euer Van Förde Franz. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei.